Und jetzt ist dieser ganze Raum einfach voll mit Lava. Wie heftig ist das, bitteschön? Er ist reingegangen! Oh mein Gott! Was? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder auf dem durchrasten.de-Server. Da könnt ihr auch drauf joinen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen, Freunde. Ist der Server vom lieben Fox und mir. Das wäre so mega fresh, wenn ich da mal mit euch zusammen eine Runde zocken könnte. Freunde, wir haben im letzten Video, in der ersten Stunde, über 1000 Daumen nach oben gepackt. Das wäre so geil, wenn wir das diesmal wieder packen würden. Wäre richtig geil. Ihr schreibt momentan sowieso so mega heftig liebe, nette Kommentare. Das finde ich wirklich mega geil. Schreibt deswegen doch auf jeden Fall mal auch dieses Mal in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Würde mich mega freuen und motivieren. So, Freunde, wir haben hier wieder eine Base, okay? Und ich bin mir allerdings bei dieser Base nicht wirklich sicher, was ich davon halten soll. Aus dem ganz einfachen Grund, dass diese gesamte Base einfach komplett verbuggt ist. Okay? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Base von dem Hacker ist. Der war gerade noch online, der hat richtig heftig rumbeleidigt im Chat. Das muss man noch dazu sagen. Also wirklich richtig heftig rumbeleidigt mit, was weiß ich, Junge, verpiss dich vor meinem Grundstück, du Hurensohn und sowas alles. Und ja, deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt einfach mal diese Base ein bisschen genauer unter die Lupe. Und wir machen am Ende, beziehungsweise während des Videos, noch was richtig Lustiges. Und zwar werden wir wieder eine Falle für den Besitzer des Grundstücks machen. Und dann werden wir den Besitzer des Grundstücks quasi selber dazu bringen, die Falle auszulösen. Das wird mega lustig, Freunde. Wie gesagt, Freunde, guckt euch diese Base an, wie die von außen aussieht. Da fehlt einfach irgendwie immer die Wand. Ganz komisch. Ich gehe jetzt einfach mal rein und ihr werdet es einfach selber gleich sehen. So. Pass auf, man geht hier rein und erstmal, es ist alles komplett verbuggt. Guckt euch das an. Ich verstehe das nicht. Hier, das sieht richtig strange alles aus. Hier, also ich habe das Gefühl, dass einfach der Wand und der Boden fehlt. So sieht das irgendwie aus. Hier kann man noch irgendwie nach oben. Ich mache mal ganz kurz meine Geschwindigkeit auf normal. Und ja, hier oben ist noch irgendwie was. Aber das ist alles nichts besonders Schlimmes. Aber wie gesagt, Freunde, der hat die ganze Zeit im Chat rumbeleidigt. Und ich wollte einfach mal schauen, was hinter dieser Base sich verbirgt. Hier schweben auch einfach Fackeln in der Luft. Fackeln können doch gar nicht in der Luft schweben, soweit ich weiß. Hier geht's nach unten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter. Nehmen aber noch eine Fackel in die Hand, Freunde. Weil, ach, ich habe wieder auf Englisch gestellt. Wie Torchscheiß ist, glaube ich. Damit das nicht zu dunkel wird mit dem Shader. Und Freunde, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Grundstück auf sich hat. Es wird, glaube ich, aber noch mega heftig. Aber das ist alles noch komplett normal. Und wie gesagt, Freunde, am Ende, beziehungsweise während des Videos, wir werden hier gleich noch so eine kranke Falle bauen. Das wird noch so lustig. Aber hier ist alles ganz normal. Sauna-Club steht es hier. Das ist alles komplett normal. Ich verstehe das gar nicht. Hier ist noch ein Swimmingpool. Ja, hier geht's hier nicht mehr weiter nach unten. War es das schon? Ne, da geht's noch weiter nach unten, glaube ich. Ja, da geht's noch weiter nach unten. Jetzt haben wir hier. Ja, ist auch nichts Besonderes. Die Base ist eigentlich, bis auf dass das Haus so komisch verbuggt ist, komplett normal. Hier geht's auch noch weiter nach unten. Hier ist so ein Verzauberungsstand, aber es ist alles jetzt nichts, was sonderlich auffällt. Finde ich ganz komisch. Außer halt das Haus. Das Haus war halt echt komisch. Und hier. Na gut, hier haben wir jetzt irgendwie. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Also das hat man eigentlich eher nicht. Aber es sind alles noch normale Verzauberungen, die können da schon haben. Ich habe übrigens nachgeguckt, Freunde, der hat nicht Griever King oder so, dass er Game Mode hat. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Der Cloud Owner hat das nicht. Ja, okay. Ha. Na, könnte er sich aber im Admin Shop gekauft haben, das ist alles noch. Es ist alles noch im grünen Bereich. Ich wundere mich wirklich. Komisch. Und was ist hier? Harry Potter. Theme Song. Hä, was verbirgt sich denn hier hinter? Hä, das wäre doch mal voll interessant zu wissen. Ich will da. Ey, das interessiert mich jetzt.
Ey, warum kann man denn das nicht auslösen? Sorry, ich kenne mich nicht so mit Redstone aus, Freunde. Warte, das muss ich jetzt wissen. Das kann ja auch gar nicht funktionieren. Ist der bescheuert? Oh, sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber hier zum Beispiel durch kann ja auch gar kein Redstone-Signal kommen. Also, wie gesagt, ich kenne mich null mit Redstone aus in Minecraft. Aber das kann doch gar nicht so funktionieren. Okay, egal. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Wir werden jetzt einfach mal schauen, aber geht's hier noch irgendwo weiter runter? Hier sind wir gerade weggekommen. Wie gesagt, die Map kommt mir ganz komisch vor irgendwie. Hier komm ich jetzt runter. Ne, hier geht's auch nur zu... Hier sind irgendwie... Ja, was ist das denn? Ach so, das ist so eine komische... Ach ja, übrigens, Freunde. Mich haben ja ganz viele mal gefragt, was für einen Shader ich benutze. Das kann ich euch sagen. Und zwar benutze ich... Diesen Shader hier, den benutze ich immer in meinen Videos, nur für die Leute, die es wissen wollen. So, jetzt haben mich nämlich ganz... Ach, hier geht's runter, ich hab das gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich finde das ganz komisch mit der Map. Hier, okay, und was ist hier jetzt? Hier ist jetzt einfach irgendein großer Raum oder so, oder was? Hä? Aber hier muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Das lässt mich jetzt ein bisschen leer dastehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist hier? Okay. Was ist... Nein. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist hier. Okay, ich werde es einfach öffnen, ohne groß zu labern. Ja, da brauche ich doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Leute, nochmal für alle, die nicht so vertraut mit dem durchrasten.de-Server sind, so viele Diamanten zu besitzen, geht einfach nicht, wenn man natürlich kein... wenn man keinen Game-Mode-Rang hat. Und, ja, Freunde, ich habe jetzt eine ganz geile Idee. Und zwar werden wir jetzt eine Falle machen. Ich gehe mal ganz kurz im Game Mode 3. Da kann man auch mal schauen. Erstmal mache ich wieder Tag. Da kann man auch mal schauen, wie das hier unterirdisch bei dem so aufgebaut ist. Sieht übrigens allgemein, finde ich, mega interessant aus. Hier, der hat hier einfach voll so ein geheimes Lager ganz unten gemacht. Und was ist hier? Ist hier noch irgendwas... Interessantes. Was ist das denn? Was wollte das darstellen? Keine Ahnung, vielleicht ist er noch nicht fertig mit seinem komischen Gebäude da geworden. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir gucken das jetzt nochmal ganz kurz von oben an. Das sieht halt echt mega komisch aus. Guckt euch das an. So ein Haus habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht so komisch aus. Und Freunde, jetzt werden wir eine Falle machen für den. Und zwar, ich werde jetzt einfach mal ganz kurz, gehe ich ganz kurz in Game Mode 1 und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir, das mache ich erstmal hier. Nee, wie kann ich das am besten machen? Ich will nämlich eine Lavafalle machen, dass da in Lava fällt. Und ich habe auch schon eine Idee. Und zwar, Freunde, habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben ja mal in einem Video eine TNT-Falle gemacht und wir werden jetzt einfach mal eine Lava-Falle machen. Ganz, ganz stumpf machen wir jetzt eine Lava-Falle. Und zwar, wie macht man das am besten? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Und zwar machen wir das einfach folgendermaßen. Passt auf. Ich werde die Falle nämlich selber, ich werde jetzt erstmal mein Minecraft wieder auf Deutsch stellen. Keine Ahnung, warum das überhaupt auf Englisch ist. Wo haben wir hier denn Deutsch? So. Ja. Heute bitte noch. So. Und jetzt werde ich hier, brauche ich erstmal eine Falltür. Und das wird so mega lustig, Freunde, wirklich. Jetzt baue ich hier ganz... Oh Mann, jetzt ist hier überall... Oh, Wasser... Ja, jetzt ist hier kein Wasser mehr. So, und diesen Raum hier, den er hier gebaut hat, den fülle ich jetzt einfach komplett mit Lava aus. Freunde, das wird so unfassbar lustig. Oh mein Gott. Was denkt er sich? Der fällt da runter. Und dann fällt er ein. Okay, Post 2/Set
labern. Nee, ich mach das lieber erst, wenn ich hier oben bin. So. Und jetzt setze ich einfach hier Lava. Und jetzt ist dieser ganze Raum einfach voll mit Lava. Wie heftig ist das, bitteschön? Und dann guckt euch und dann wird er hier so runterfallen. Ich mache jetzt hier eine Falltür hin. Ja, so mache ich hier eine Falltür hin. Und dann schreibe ich hier noch ein Schild hin. Unter dir Free Dias. So. Oh mein Gott, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da und warte, bis der Typ online ist. Und dann werde ich dafür sorgen, dass er selber diese Falle auslöst. Es wird mega lustig, Freunde. Bis gleich. Freunde, der ist jetzt wieder auf seinem Grundstück. Und der hat hier die Falltür schon entdeckt. Und ich hoffe mal, dass er da jetzt reingeht. Er guckt sich das an. Er ist reingegangen! Oh mein Gott! Was? Er ist gestorben. Ja, und ich würde sagen, jetzt zum krönenden Abschluss werden wir sein Grundstück auch nochmal clearen. Weil, Freunde, Hacker werden hier auf dem Server einfach nicht toleriert. Er schreibt, du Huren, schreibt er einfach. Was ist denn los mit dem? So. Gut. Ja. Das war's dann auch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen oben, das würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem durchrasten.de-Server. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet. Und dann haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.